Schönen guten Tag, ich grüße Sie. Herr Favik, ist es generell klug für eine Partei wie die SPD, ausgerechnet dieses sensible Thema im Wahlkampf prominent zu setzen? Naja, das Thema ist sozusagen nicht von der SPD prominent gesetzt, sondern das Thema ist da. Wir haben diese Flüchtlingskrise nicht überwunden. Wir haben 2500 Tote im Mittelmeer dieses Jahr. Wir haben 100.000 Flüchtlinge in Italien. Also das Thema ist da, ist relevant. Und jetzt haben wir eine Situation, wo der Wahlkampf eigentlich noch kein zündendes Thema gefunden hat. Und das wird jetzt offenkundig von der SPD etwas nach vorne geschoben. Und das kann man eigentlich zweifach interpretieren. Entweder als gute Absicht und eine Hoffnung auf bessere Lösungen. Oder dass man eine Hoffnung hat, dass jetzt an diese Anti-Merkel-Stimmung aus dem Jahr 2015, 2016 appelliert wird und das der SPD-Wähler zutreibt. Ich glaube aber, dass das nicht aufgehen wird. Warum wird das nicht aufgehen? Vermutlich wird diskutiert werden müssen, ob die SPD tatsächlich bessere Lösungen hat in dieser Flüchtlingspolitik. Und da ist eben die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten hat Deutschland? Und da sind die Konzepte, die die SPD vertritt, in der Bevölkerung wahrscheinlich noch unpopulärer als die der CDU. Insofern weiß ich nicht, ob die SPD sich jetzt einen Gefallen damit tut, wenn sie dieses Thema sehr prominent setzen will. Na, die erste Replik kam ja auch schon. CSU-Generalsekretär Scheuer hat ja gesagt, die SPD habe damals Maßnahmen zur Begrenzung des Flüchtlingsstroms abgelehnt. Insofern ist das jetzt ein Eigentor der SPD? Eigentor weiß ich nicht, aber wir haben schon schwierige Debatten zu führen, etwa wie wir mit Abschiebungen umgehen, sichere Herkunftsländer, um Transitzonen, um Grenzkontrollen, anderes mehr. Oder jetzt aktuell die Frage des Türkei-Deals, wo die SPD doch sehr viel kritischer gegenüber der Türkei ist als andere. Ich bin mir nicht sicher, ob das verfängt. Das ist wahrscheinlich eher die Situation, dass wir noch kein richtiges Wahlkampfthema jetzt haben. Und das ist schon überraschend. Im September ist die Wahl und wir haben jetzt fast August. Insofern ist die innenpolitische Gemengelage sehr kompliziert und es ist nicht einzuschätzen, wer jetzt profitieren wird von dieser Debatte. Wenn es die Strategie der SPD sein sollte, dass damit nicht nur die SPD gestärkt wird, sondern möglicherweise auch die AfD wieder etwas mehr Aufwind bekommt, um dann sozusagen am Ende wieder eine große Koalition zu erreichen, dann wäre das in der Tat verantwortungslos, aber das würde ich der SPD nicht unterstellen. Ich denke schon, es geht jetzt eher um die Suche nach besseren Lösungen und das gehört in den Wahlkampf. Das muss natürlich hier auch diskutiert werden. Na, unter dem Gesichtspunkt wäre es dann ja ein aufrichtiges Bemühen von Martin Schulz, insbesondere, wo wir jetzt gerade auch sehen, Italien will die Verlängerung der EU-Mission südlich gegenüber Libyen, will der nicht zustimmen. Und insofern, dann müssten Sie ja sagen, die SPD ist da konstruktiv und nimmt ein Thema wahr, das andere nicht Thema. Ja, das mag man so sehen. Auf der anderen Seite ist jetzt die Hoffnung, dass man auf europäischer Ebene eine Lösung erreichen kann. Das ist ja der Schulz-Ansatz und er hofft, dass er da punkten kann, weil er eben als ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments da ein gutes Renommee hat. Ich glaube, die Hoffnung, dass man auf der europäischen Ebene Lösungen finden kann, die sollte man eigentlich nicht haben, weil es zeigt sich ganz deutlich, dass man erstens dieses Thema Flucht nicht durch Verteilung der Flüchtlinge lösen kann. Das ist nur ein Randaspekt. Und zweitens eben auch in den europäischen Staaten keinerlei Bereitschaft besteht, Flüchtlinge in großer Zahl aufzunehmen. Insofern ist das eigentlich kein Gewinnerthema für Schulz, denke ich, zumal eben Angela Merkel gewissermaßen einen Status jetzt hat in der internationalen Politik, wo sie doch vergleichsweise unangreifbar ist und da wird Schulz nicht punkten können. Was würden Sie Martin Schulz denn raten? Was wären denn bessere Themen im Moment? Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Wahrscheinlich müsste man die Erfolge, die die SPD in der Großen Koalition erreicht hat, und das sind ja einige, deutlicher voranstellen. Aber die SPD ist eben in allen Umfragen seit Jahren in der Defensive und dieser kurze Schulz-Hype, der ja völlig verpufft jetzt ist, der hat daran nichts geändert. Offenkundig ist die SPD im Moment nicht mehrheitsfähig in der deutschen Bevölkerung und das Beste, was sie erreichen kann, ist wieder Juniorpartner in einer großen Koalition zu werden. Aber das wiederum ist in der Partei sehr unpopulär. Aber eine linke Mehrheit mit der Linkspartei und den Grünen, mit der SPD zusammen, die ist eben nicht in Sicht. Und insofern ist die SPD in der Tat in einer schwierigen innenpolitischen Lage. Ja. Herr Favik, vielen Dank dafür. Sehr gerne.